Unsere Mission vorwärts ist ja jetzt schon auf den Weg gebracht. Wir haben ja unter anderem bereits in der Beschaffung Sky Ranger für die kurzen Reichweiten. Dieser Schritt heute, wenn wir das Memorandum of Understanding unterschreiben, ist ein ganz wichtiger für die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher. Es ist unabdingbar notwendig, gerade als militärisch neutraler Staat, dass wir uns schützen vor den Bedrohungen aus der Luft, die wir leider auf allen Krisen und Kriegsherden erleben müssen. Nochmal die Frage, wann und wie werden Österreicherinnen und Österreicher davon etwas merken? Also der erste Schritt ist ja schon da. Wir haben ja, wie gesagt, bereits in der Beschaffung für die kurzen Reichweiten etwas auf den Weg gebracht. Der nächste Schritt wird 2026, 2027 sein. Heute unterschreiben wir. Die konkreten Beschaffungen sind dann der dritte Schritt nach dem ersten der Absichtserklärung, dem heutigen, das Memorandum of Understandings und dann eben die konkreten Beschaffungen für die mittleren Reichweiten. Boris Pistorius hat es so formuliert und ich habe gesagt, das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, dass bereits 2026 sozusagen die ersten Verteidigungssysteme auch da haben. Es geht ja heute auch um quasi neue Hilfsmaßnahmen auch für die Ukraine. Auch der ukrainische Präsident Zelensky ist heute in der Stadt. Warum passen hier die Versprechen und die Worte nicht mit den Aktionen zusammen? Also ich glaube, wir als Österreicherinnen und Österreicher als militärisch neutraler Staat helfen auf sehr vielfältige Weise, wenn man sich die finanzielle Unterstützung, die humanitäre Unterstützung auch ansieht. Ich glaube, wir leisten hier wirklich sehr viel. Und aus Sicht der Europäischen Union, Sie sind ja auch Teil der EU-Verteidigungsministerinnen und Minister, gerade von der EU, kommen große Versprechen und wir sehen einfach, dass diese Versprechen nicht mit den tatsächlichen Lieferungen zusammenpassen. Ich denke, dass es eine sehr große Herausforderung ist, die Situation, in der wir sind, seit beinahe über 2 Jahren. Wie gesagt, wir Österreicher leisten hier Großes, habe ich erwähnt, die finanzielle und die humanitäre Unterstützung, die nach wie vor unabdingbar notwendig ist. Wir haben auch sehr viele Flüchtlinge, Kriegsvertriebene in Österreich zu betreuen. An die 90.000, die derzeit bei uns auch noch im Land sind. Aber als militärisch neutraler Staat steht es mir nicht zu, über die Lieferung von Waffen eine Aussage zu treffen. Was uns als Österreicherinnen und Österreicher schon betrifft, ist, was in unseren Nachbarländern passiert. Und der ungarische Außenminister hat gestern hier in Brüssel über ein Social Media Video wissen lassen, dass, ich zitiere jetzt, alle EU-Politiker vorhätten, junge Europäerinnen und Europäer zu rekrutieren, um sie dann in die Ukraine aufs Schlachtfeld zu schicken. Was sagen Sie dazu? Also ich glaube, dass alle Worte, die zu einer Deeskalation beitragen, jetzt die richtigen auch wären. Ist das eine Deeskalation oder ist das Fake News? Ich glaube, das ist ja überhaupt nicht geplant, dieses zu tun. Es wäre ja auch ein Überschreiten einer roten Linie. Das sehe ich persönlich auch so. Aber noch einmal, als militärisch neutraler Staat unterstützen wir die Ukraine, egal ob es um Sanktionspakete und die Unterstützung dessen geht oder eben auch um die finanzielle, um die humanitäre und die medizinische Hilfe, die ja auch bei diesen Bildern, die wir gerade auch in den letzten Tagen gesehen haben, mindestens genauso wichtig ist, wenn man sich vorstellt, als Mutter eines Kindes bin ich wahrscheinlich froh, wenn ich eine entsprechende medizinische Hilfe bekomme. Was mich da auch noch interessieren würde, wir wissen nämlich, dass Ungarn jetzt etliche Hilfsmaßnahmen für die Ukraine auch weiter blockiert. Da geht es vor allem um das Reimbursement, wenn man quasi Waffen schickt. Ich weiß, Österreich als neutrales Land tut das ja nicht, aber bekommt ja auch etwas dann quasi zurückbezahlt, wenn es etwas schickt an Helmen zum Beispiel oder Schutzwesten. Sprechen Sie da direkt auch mit Ihrem ungarischen Konterpart und fragen nach, was die Ukraine davon abhält, quasi diesen einstimmigen Beschlüssen wirklich zuzustimmen? Also für uns ist eines ganz klar, wir leisten im Rahmen der europäischen Friedensfazilität einen sehr wesentlichen Beitrag, auch als Österreich, wie eben schon angesprochen, mit dieser finanziellen Hilfe. Das, was wir nicht tun, ist, dass wir uns bei letalen, also bei Waffenlieferungen oder Ähnlichem beteiligen. Und ich bin froh, dass wir militärisch neutral sind. Ja, Sie enthalten sich konstruktiv, aber haben Sie die Ungarn schon mal gefragt, warum Sie sich hier quasi so zurückhalten und gar nicht zustimmen? Kennen Sie die Beweggründe Ungarns? Ich glaube nicht, dass uns das zusteht, über einzelne Aussagen und Standpunkte eines anderen Staates zu richten. Das tue ich nicht. Aber kennen Sie, haben Sie schon mal nachgefragt? Das müsste Sie ja interessieren in der Runde der 27. Ich glaube, das wird immer wieder diskutiert. Ungarn gibt dann seine entsprechende Wortmeldung auch ab, so wie das jeder andere Staat auch tut. Und ich möchte darüber nicht richten.
Ist der Beitritt zu SkyShield vielleicht der erste Schritt, dass Österreich seine Position aufweicht und zu weiteren militärischen Initiativen oder einfach an Maßnahmen teilnehmen könnte? Ich weiß schon, dass die Rechten versuchen, mit dieser Unterzeichnung des Memorandums of Understanding sicherheitspolitisch sich auf einen Weg zu begeben, den man nur als Risiko bezeichnen kann. Das ist eine unabdingbare Notwendigkeit. Wenn wir die Bilder sehen, egal aus welcher Region, die Bedrohung durch Drohnen, durch Marschflugkörper, dann ist es gerade als neutraler Staat die Aufgabe, dass wir die Österreicherinnen und Österreicher schützen. Warum sollen die in Amstetten, in Zwettl, in Bregenz nicht genauso geschützt werden, wie eben die Kolleginnen und Kollegen in der Schweiz? Das hat überhaupt nichts mit militärischer Neutralität zu tun. Ganz im Gegenteil. SkyShield wird die Speerspitze unserer Neutralität sein. Und die Kollegen mögen einmal der rechten Seite, mögen einmal in der Verfassung nachlesen, was da steht, die Neutralität mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu schützen. Jawohl, insbesondere auch gegen die Bedrohungen aus der Luft, die wir leider täglich erleben müssen.